Aber lasst uns mit der UFC Fight Night anfangen. War eine grundsolide Fight Night, würde ich sagen. Ich habe sie mir nicht im kompletten Umfang wieder mal angeschaut. Mache gerade mal das Event auf. Ich habe mir nur die Main Card angeschaut und blende die an der Stelle gerne auch ein. Ich glaube, dafür habe ich eine Szene. Ja, habe ich, sollte passen. Sehr ärgerlich natürlich, wie dieses Main Event ausgegangen ist. Taylor ist halt ein Megatalent, sah bis dahin auch wirklich gut aus, aber mit so einem Sieg ist halt einfach, ja, so ein Aber vorhanden, sage ich mal, irgendwie. Also es ist halt, keine Ahnung, nicht so 100% zufriedenstellend, dass du so gewonnen hast und nicht einfach den Kampf klar für dich entschieden hast. Ja, ich scroll mal gerne von unten durch. Ich fand die Fight Night auf dem Papier nur sehr mittelmäßig. Deswegen habe ich auch einfach mich nicht verrenkt, da doch jeden Kampf zu schauen. Noch nie gehört die beiden. Also hier an der Stelle, das war dementsprechend kein Kampf, auf den ich extrem heiß war. Hier zwischen Knutsson, interessanter Name, Schwedin und Polastri. Wie gesagt, noch nie gehört. Ist ein bisschen ignorant. Man lernt auch extrem vielversprechende Talente natürlich erstmals kennen, wenn man einfach auch Prelims einschaltet. Lasse ich in letzter Zeit zu viel schleifen. Nicht irgendwie als Anspruch vor dem Chat, als Content Creator, sondern als MMA-Fan, muss ich mir selbst eingestehen. Aber naja, Nordin Becker ist auf jeden Fall ein interessanter Name. Melquisal Costa sagt mir auf jeden Fall auch was, aber ich glaube, es liegt eher dran, wie, ja, keine Ahnung, was für einen großen Wiedererkennungswert der halt optisch hat. Ich frage mich häufig, wenn ich die Amis den Namen aussprechen höre, ob das überhaupt richtig ist. Die sagen Nordin Becker. Aber würde ich halt ganz anders versuchen zu betonen, hier den Namen des Chinesen. Wie auch immer, er unterlag nach Submission. Ja, auch die beiden kenne ich tatsächlich nicht. Auch die beiden kenne ich tatsächlich nicht. Und es wurde Fight of the Night, wild. Sollte ich mal nachholen. Nate Maness gegen Jimmy Flick. Ja, doch, sagt mir doch was. Wollte gerade sagen, den kenne ich auch nicht. Aber auch da. Keine Ahnung, mein Interesse ist bedingt. Und dann waren wir halt auch schon bei der Main Card. Also ich glaube, die Leute, die eingeschaltet haben, könnt ja gerne mal Feedback in den Kommentaren da lassen. Wenn ihr sagt, war mega geil, dann ja, keine Ahnung, belehrt mich eines Besseren. Ich will gerade gucken, ob mein Sound passt. Das sieht wieder ein bisschen komisch aus, aber ja, tut er. Aber ich glaube, die Prelims konnte man ehrlich gesagt auch einfach mal verpassen. Josh Quillen gegen Adam Fugit war ein ganz guter, ganz okayer Kampf, sagen wir so. Also ich finde, auf dem Papier war es sehr vielversprechend, einfach weil Josh Quillen halt zulangt, wie, ja, es schon natürlich viele Welterweights machen, aber schon ordentlich, wie es nur UFC-Welterweights häufig machen. Der bringt schon Schlagkraft mit. Ich route so ein bisschen gegen ihn, dadurch, dass er halt bewiesenermaßen gedopt war, bereits in seiner Karriere, der bei der Dana World Contender Series gewonnen, auch sehr schnell, aber den Kampf dann, also wurde dann erstmal doch nicht in der UFC eingesetzt, weil er im Nachhinein auf relativ krasse anabole Steroide, auf Trosternolone, gedopt wurde. Er sagt mir nicht, ich lese mich da ein, aber habe rausgefunden oder meine rausgefunden zu haben, so, ich habe gelesen, dass das auch relativ krasses Dopingmittel ist. Ich verstehe jeden anderen, der da drauf schaut auf so einen Fall und sagt, pff, wenn du wüsstest oder wenn wir wüssten, wie viele Leute im UFC-Roster gedopt sind, da sollte man mal irgendwie fünfe gerade sein lassen und dann nicht einen, der gepoppt ist, auch irgendwie verteufeln. Das ist halt einfach ein Sport, in dem und auch auf diesem Niveau, auch mit den Dopingbehörden, Dopingmittel gang und gäbe ist höchstwahrscheinlich. Ich verstehe den Ansatz. Aber irgendwie kann ich mich nicht mit ihm anfreunden, muss ich einfach sagen. Also wenn ich es bei jemandem bewiesenermaßen weiß, dann hat es irgendwie ein Geschmäckle. Also dann verteufel ich den nicht tatsächlich, wünsche dem nur das Schlechte. Aber ich muss sagen, wenn ich weiß, bei einem ist es klar, beim anderen nicht, dann bin ich erstmal gegen den, der bewiesenermaßen gedopt ist. Ich finde das ein Kontaktsport persönlich. Ist eine ganz persönliche, individuell zu beantwortende moralische Frage. Einfach, ich persönlich finde es hart und irgendwie ein menschliches Unding, muss ich wirklich sagen. Aber ich glaube, ich stelle mich da auch mehr an als andere Fans. Wie auch immer, Josh Quinlan, inzwischen trotzdem in der UFC. Die UFC ist da einfach nicht nachtragend. Ist jemand, der Knockout-Power hat, ist jemand, der verdammt tough ist. Ich finde auch in diesem Kampf Toughness bewiesen hat. Adam Fugit, ich würde sagen, auf dem Papier vor allem der bessere Grappler, auch wenn er auch Muay Thai-Champion war und so. In dem Kampf jetzt nicht unbedingt. Also das Grappling irgendwie. Der Faktor, der diesen Kampf bestimmt hat, ich finde, beide suchten harte Treffer. Ich finde aber auch, ja, es war jetzt trotzdem kein
kein Kampf, in dem in hoher Frequenz genau diese gefunden wurden. Lag halt eine Spannung in der Luft, dadurch, dass man durchgehend sich gut vorstellen konnte, dass da auch jemand hart trifft und der andere gegebenenfalls wackelt. Aber die Runde 1 war eine, finde ich, eher lame. Könnte man sich gegebenenfalls mal Zahlen anschauen, aber so wichtig ist mir persönlich der Kampf dann einfach nicht. Aber ich glaube auch, auf dem Papier sieht man, signifikante Treffer wurden in anderen Kämpfen, auch im Welterweight, auch im Mittelgewicht, auch in noch schwereren Divisionen auch schon mehr getroffen. Ja, Runde 2 will dann Fugit ja hier und da mal ringen, aber bringt die Takedowns halt nicht durch. Ich fand, Quinlan hatte mehr Hände im Ziel, auch härtere Hände, hatte da ja auch diesen Cut erzielt. Ich persönlich hätte Runde 2 eher Quinlan gegeben und Runde 3 holt dann Fugit durch mehr Aktivität, hat vor allem mehr gekickt. Ja, Kampf nacherzählt, eine persönliche Einschätzung. Das wirkt sehr ignorant als Content Creator zu der UFC. Die persönliche Einschätzung war, mir war der Kampf irgendwie nicht wichtig und da hat auch kein krasses Interesse irgendwie auf mich, also mein Interesse auf sich gezogen. Keine Ahnung, Mann. Ich glaube bei beiden nicht, dass die super viel in der UFC reißen. Wir haben am Ende des Tages eine Split Decision gesehen, womit ich mich anfreunden kann. Ich finde Runde 1, wie gesagt, ausgeglichen. Hätte Runde 2 eher Quinlan gegeben. Runde 3 relativ klar Fugit. Von daher für mich ein Kampf, den man beiden geben kann. Ja. Okay, so, keine Ahnung. Aber hat jetzt, wie gesagt, mich nicht zum großen Fan gemacht. Jose Johnson oder Joes, glaube ich, wurde er genannt. Ich hätte jetzt eher Jose gesagt, ist natürlich ein Phänomen, der dadurch, dass er 1,80 groß ist, ein fucking Fliegengewicht aktiv ist. Und ja, schon, also wir können uns ja mal hier das UFC-Foto im Ganzen anschauen. Natürlich schlaksig ist, aber jetzt auch nicht irgendwie, keine Ahnung, so aussieht, als ob man den mit einem stabilen Kick in der Mitte durchbrechen kann, also den Oberkörper. So ein Schlags ist er jetzt auch nicht. Also ich würde einfach sagen, Weight Bully. Also wenn man sich mit dem Gewicht ins Federgewicht zwängt, dann wird da schon einiges an Wasser verloren gegangen sein in der Fight Week. Aber wir hatten halt mit Azu Alambayev auch jemanden, den ich das erste Mal gesehen habe. Ich glaube auch einen Debütanten in der UFC, soweit ich weiß. Großer Schwachsinn geredet. Aber den habe ich erstmals tatsächlich auch, krass, wenn er gegen Ody Osborne gekämpft hat, gegen, wie heißt denn, Carlos Vergara, glaube ich, also eigentlich gegen relativ namhafte Gegner gekämpft. Aber ich habe ihn erstmals wirklich bewusst kämpfen sehen. Kam halt aus einer 15er Siegesserie als M1 Global Champion. Das ist halt wirklich auch ein ganz gutes, eine ganz gute Ebene, auf der man sich da einen Namen machen kann. Und wenn man da Champion ist, ist man auch heutzutage noch relativ legit. Ich habe klar das Gefühl, dass M1 so ein bisschen an Ansehen verliert, kann sehr gut sein, da bin ich immer vorsichtig mit meiner Einschätzung, dass das auch irgendwie so eine deutsche Wahrnehmung ist, weil da keine, soweit ich zumindest weiß, keine deutschen Vertreter mehr kämpfen. Das kann halt, wie gesagt, schon auch so eine persönliche Wahrnehmung beeinflussen. Gut möglich, dass da eigentlich mehr Leute aktiv sind, als man, also noch größere europäische Talente aktiv sind, als man aus deutscher Sicht wahrnimmt. Für mich ist auch häufig so die Frage, zum Beispiel, ähnlicher Charakter, irgendwie die Überlegung, wie groß ist Octagon europaweit gedacht? Denn ich glaube, man nimmt Octagon aus deutscher Sicht größer wahr, als es in europäischer Gesamtwahrnehmung tatsächlich ist. Da sind halt die namenhaftesten deutschen Vertreter aktiv. Bei KSW sind es wenige, aber ich glaube, wenn man sich so einen europäischen Durchschnitt des MMA-Fans nimmt oder, sagen wir, alle zusammenzählt in irgendeiner Statistik, die nie erhoben werden könnte und da einfach nur eine Umfrage startet, so wie groß nimmst du Octagon wahr, wie groß nimmst du KSW wahr, wäre das, glaube ich, relativ ausgeglichen, wenn nicht sogar KSW die angesehenere Organisation und aus deutscher Sicht ist die Wahrnehmung halt komplett unterschiedlich. Ist so mein Gefühl. Vielleicht, lange Rede, lang ausgeholt, unterschätze ich da auch nach wie vor die Strahlkraft von M1, aber aus meiner Wahrnehmung heraus sind die am Abbauen. Trotzdem, krasse Bühne, um Champion zu sein. Das ist ein Ritterschlag, sage ich mal. Da bist du auf jeden Fall ein legit Flyweight und 15 Kämpfe gewinnst du halt auch in schlechteren Ligen nicht einfach so mal in Folge. Also war ein guter Test für das größte Flyweight, also Johnson jetzt wieder, in der UFC-History, schon auch wild.
Aber wurde halt ringerisch dann doch gut kontrolliert, würde ich einfach mal sagen. Also bevor ich da jetzt wieder Szene für Szene nacherzähle, ich kann mal mit den Augen meine Notizen überfliegen, aber ich fand, es gab auch nicht so mega viele Schlüsselsequenzen. Starke Takedowns, die Asu da holt. Auch relativ gute Gegenwehr, würde ich schon sagen, von Johnson. Jetzt keine extrem krasse Guard so, also nicht super aktiv vom Rücken aus, wenn es darum geht, wieder aufzustehen und einen Gegner von sich wegzuarbeiten, aber auch einfach Rear Naked Chokes gut verteidigt und so. Trotzdem in Schlüsselszenen halt einfach ein bisschen schlechter gewesen. Wir hatten ja auch, ich glaube, Runde 3 sogar erst, die Szene, in der man Johnson den Rücken hatte und in Oberlage lag, weil Asu, ich glaube, über so einen Judo-Wurf einen Takedown holen wollte, Johnson aber oben landet und da selbst mal kurz den Rücken hat und er hat ihn halt verloren. Ne? Also, wie hieß er? Azum Bayek konnte sich zu ihm drehen. Almabayev, sorry. Almabayev, so, der Name muss noch reingeprügelt werden, konnte sich zu ihm drehen, konnte reversen und selbst wieder aus der Oberlage arbeiten. Also da hat man schon einfach einen Unterschied auch in, ja, was so Grappling-Kontrolle angeht, gemerkt. Auch ich habe mir später in Runde 2 einfach aufgeschrieben, Asu all over him, so dass da waren schon vernichtende Szenen dabei, beziehungsweise sehr dominante Szenen. Ich wollte gerade eigentlich eher sagen, ich war schon gedanklich beim nächsten Satz. Es war kein extrem vernichtendes Ground and Pound dabei, aber konstant immer wieder welches. Sehr routiniert runtergearbeitet vom Kasachen. Eindrucksvolle Performance und mich persönlich hat es ehrlich gesagt, ohne irgendeinen Bezug zu dem zu haben, so ein bisschen gefreut, weil ich schon eher unglücklich bin, wenn ja so krasse Weightpullis im Kampfsport gewinnen. Ich finde es natürlich spannend, dass, keine Ahnung, Sean Woodson im Flyweight aktiv ist oder, keine Ahnung, Jalen Turner sich ins Lightweight presst. So ist es schon krass so. Es hat natürlich so einen It-Faktor und einen Wiedererkennungswert, aber ich finde es halt cooler, wenn Leute sagen, fuck it, so, ich laufe relativ natürlich auf meinem Gewicht auch im Cage rum und bin davon überzeugt, Skills können auch Unterschiede machen und ich bin konditionell höchstwahrscheinlich stärker. Meine Nehmerqualitäten werden solider sein. Das, ja, ist halt schon auch schätzenswert und halt leider Gottes viel eher die Ausnahme in diesem Sport, als dass wir erfahren, geisteskrank, Mittelgewicht, wiegt im Cage 220 Pfund. Und ich wirklich denke so, Junge, wie viel Prozent deines Körpergewichts das ist. Aber klar, ist ein Faktor des Sports, auf den man auch, glaube ich, irgendwann mal aufhören sollte zu schimpfen. Die Meinung habe ich auch oft genug bereits ja, ausformuliert. Performance of the Night haben wir da von Brady Heastand, finde ich einen interessanten Pick. Also es war ein guter Kampf auf jeden Fall, aber ich finde, der hat schon auch hier und da Probleme gehabt mit Armfield. Ist halt schon irgendwie so ein Striker gegen Grappler-Match. Klar wurde wohl auch, dass das ein Duell ist zwischen Jungs, die sich persönlich kennen. Die haben wohl irgendwie auch in der Sauna über den Kampf geredet. Mir ist Armfield vor allem in seinem Debüt aufgefallen, als er gegen Davut Onama gekämpft hat. Das war auch ein Rematch, hat er auf 4 Tagen Vorbereitung angenommen. Wohl irgendwie, habe ich mir aufgeschrieben, zum Zeitpunkt des Anrufs, dass er in der UFC kämpfen darf, seine Ziegen gefüttert. Also scheint wohl ein ländlich lebender Kerl zu sein. Taekwondo Black Belt, Heastand wiederum ist eher ein Grappler mit Chiesa als, ja, ich sag mal, Mentor. War das schon irgendwie so ein Striker gegen Grappler-Duell? Ja, am Ende des Tages setzt sich natürlich der Grappler durch. Wenn es zu einer Ballerei wurde, ja, habe ich schon das Gefühl gehabt, dass Armfield so ein bisschen besser, ja, in so Momenten funktioniert, sage ich einfach mal. Heastand muss teilweise auch hart für die Takedowns arbeiten, vor allem zu Beginn, aber holt sie halt mit der Zeit doch einfach. Ich fand, Armfield hat eigentlich mein gerade auch nochmal formuliertes Urteil von wegen er ist Striker gut relativiert. Also er sah sehr solide am Boden aus. Man erinnert sich an diese enge Armbar, die er gegen Heastand holt. Ich glaube, sogar nach dem ersten oder zweiten erfolgreichen Takedown. Man erinnert sich an die vielen Rear-Naked-Versuche, die Heastand angebracht hat, in denen er immer irgendwie klar kam und wieder rauskam. Also, ja, Armfield als reinen Striker abzutun, ist auf jeden Fall sehr ignorant, sage ich mal. Trotzdem ist da irgendwie Routine durchgekommen. Ich fand Runde 2 trotzdem ist eine Runde für Armfield. Ich meine, da hatten wir auch mehrere Knockdowns. Von daher noch mal in Erinnerung gerufen. Ich finde dieses Urteil Performance of the Night ein bisschen fragwürdig, aber die UFC gibt gerne solche Boni an Leute, die
auch mal durch taffe Zeiten durchlaufen, sage ich mal, die überstehen und zurückkommen. Es ist natürlich auch eine Art von Performance, angeklingelt zu sein, sich zurückzukämpfen, in diesem Kampf drin zu hängen und dann doch noch als Sieger hervorzugehen. Ich finde aber, wenn du, also das ist für mich eher so gutes, es hat gutes Potenzial für mich, Fight of the Night zu werden, wenn ich diese Boni vergeben würde. Ich finde, so ein Performance of the Night Bonus sollte an jemanden gegeben werden, der nicht niedergeschlagen wird, der einfach wirklich seinen Gegner dominiert, von vorne bis hinten diesen Kampf gewinnt und ohne Kratzer nach Hause geht. Aber die UFC denkt da so ein bisschen anders. Also die wollen natürlich auch geile Schlachten haben. Und wie gesagt, anerkennen kann man selbstverständlich, dass Leute Gegenwehr überstehen, sage ich mal. Wie auch immer, Runde 2 für mich auf jeden Fall eine Armfield-Runde. Ich glaube, darüber muss man sich auch nicht streiten. Heastend wird, wie gesagt, zweimal niedergeschlagen. Aber auch in dem Kampf holt er späten Takedown und sucht wieder einen Renaked Choke zum Rundenende. Also ja, ist schon krass, muss man einfach sagen, dass der sich eben durch diese Knockdowns durchgearbeitet hat. Aber da kommen wir noch zu einem tougheren Kerl jetzt gleich. Runde 3 haben wir auch alle gesehen. War es dann letztendlich eine Submission. Der 101. Rear Naked Versuch ist dann doch wirklich unter das Kinn gerutscht und Armfield musste tappen. Und dann sind wir eben bei Timmy Kwamba, der auf jeden Fall Toughness für 3 bewiesen hat. Meine Güte, hat der viel eingesteckt. Die Kommentatoren, die Englischen, sprechen viel darüber, dass Almeida so viel massiger wirkt und das kann ich auf jeden Fall nachempfinden. Das wirkte wirklich wie 2 unterschiedliche Gewichtsklassen. Immer wieder härtere Treffer gelandet, früh die Wade bearbeitet und dann halt häufig eine Rechte gefunden, die Kwamba hart anschlägt. Der schafft es immer wieder, sich in den Clinch zu retten und in dem irgendwie zu überleben. Ich hatte auch das Gefühl, dass wir so ein Wechselbad des Selbstbewusstseins auf Seiten von Kwamba gesehen haben. Der ist halt schon in meiner Wahrnehmung von außen von diesen harten Treffern auch verunsichert worden. Hat sich irgendwie so zurückgekämpft, selbstbewusst dann wieder aufgebaut und ja, vermutlich sich selbst eingeredet, der Kampf läuft noch, hier ist alles drin, und wurde dann halt doch wieder hart getroffen und das irgendwie, ja, musste sich erst wieder fangen, auch was so das Selbstbewusstsein angeht. Aber er hat immer wieder welches aufgebaut, dann kurz eine Ballerei draus gemacht, in der natürlich alles hätte passieren können, aber Almeida hat es halt auch einfach genommen so, wenn auch er mal hart getroffen wurde. Und ja, die härteren Treffer vom Brasilianer haben halt wiederum den Ami runtergeschickt. War beeindruckend, finde ich tatsächlich, wie dieser, ich glaube, 25-Jährige oder so, war der so jung, vielleicht verwechsel ich ihn mit Taida. Auf jeden Fall, wie Kwamba da drin hängt. Und so, kurze Unterbrechung im Video, aber wir machen unbeirrt weiter. Wir waren dabei, über die Mittelgewichte zu sprechen. Ich habe gerade gesagt, dass ich nicht im Vorhinein, ich weiß nicht, wo mein Stream abgebrochen ist, ich habe gesagt, dass ich zu den Bantamweights, glaube ich, die Preview ist ja ausgefallen, einfach weil die Fight Night nicht so krass war. Ich hätte im Vorhinein gesagt, dass Andrade vermutlich eher diesen Kampf gewinnt, war so mein Bauchgefühl. Ich dachte, der wird nicht zu verletzen sein. Und das ist halt einfach ein Faktor, wenn du wirklich einen Gegner hast, den du dann nicht aus dem Cage holen kannst, dann wirst du mit der Zeit eigentlich Probleme haben und es wird den Moment geben, in dem der mal Wirkungstreffer erzielt. Das war so im Vorhinein mein Gedanke. Ich finde, die Einschätzung, dass die Andrade nicht zu verletzen war, war auch richtig. Also der wurde hier und da so ein bisschen am Hinterkopf erwischt, hatte ich das Gefühl, und hat mal so einen Schritt irgendwie gemacht, der besorgniserregend aussah. Ich persönlich, ich meine, ich habe ja nicht in seinen Kopf schauen können, aber habe es eher wie ein Balanceproblem wahrgenommen. Vielleicht war es eine Millisekunde, in dem er kurz so Motorik ausgesetzt ist, aber das ist halt so ein harter Hund. Für mich wirkte es nicht, als ob der nah daran irgendwie wäre, gefinisht zu werden, obwohl Miles Jones halt zugelangt hat, wie wenig andere Bantamweights. Also der hat ja einfach Schlagkraft, der sieht physisch einfach sehr eindrucksvoll aus. Und trotz dieser, also das heißt, trotz zusätzlich zu dieser Schlagkraft lehnt er halt auch einfach alles in jede verdammte Hand so. Der will ja nur Powerpunches landen. Und Andrade hat einfach sein Timing nicht gefunden und immer wieder so eine fressen müssen und können. Das muss man ihm einfach anrechnen. Aber war trotzdem ein Kampf, den
ich relativ klar dann auch einfach dem Amerikaner geben würde. Hat mich, wie gesagt, so überrascht. Auch der hat Toughness bewiesen. Ich meine, Dion Rush hat spät mal so ein Flying Knee gelandet, okay. Aber auch das hat einfach Jones genommen. Die letzten Sekunden dieser dritten Runde waren natürlich wahnsinnig, weil es ein richtiges Slugfest wurde, weil da geschwungen wurde wie sonst was. Aber für mich trotzdem ein Kampf, der so ein bisschen unter den Erwartungen blieb, weil, ja, keine Ahnung, ist irgendwie dann nicht so mega viel passiert. Dion Rush hatte schon, man denkt immer so, tough sein, okay, in der Hand nehmen können. Heißt natürlich trotzdem nicht, dass du angstfrei in solche Schläge reinläufst. Der hatte schon Respekt vor diesen Power Punches, hat halt seine Momente gesucht irgendwie und sein Timing gefühlt gesucht, aber das nicht gefunden. Und dadurch, dass er schon so ein bisschen meidend war, ist er jetzt auch nicht so, er war es jetzt auch nicht so, dass von Jones irgendwie jeder Schlag da gelandet ist. Also, ja, keine Ahnung, war ein okayer Bantamweight-Kampf. Starker Sieg für Miles Jones, muss man sagen. Dion Rush ist echt ein Vollblut-Profi so. Den besiegst du nicht einfach mal so, den finishst du vor allem nicht einfach mal so. Ja, den musst du erstmal auch mit diesen Power Punches so regelmäßig erwischen. Und 15 Minuten, wenn wir jetzt dieses Flying Knee ein bisschen wegrechnen, seine Versuche hart zu treffen, auch einfach zu verhindern. Das ist schon auch einfach anerkennungswert. Weiß nicht, ist es ein Wort? Ja. Ihr wisst auf jeden Fall, was ich damit meine. Ja, und das Main Event war für mich weniger bitter, als es, finde ich, wirkt, wenn man sich das Finish anschaut. Wenn man sich einfach nur die Sequenz anschaut, in der Perez da Probleme mit dem Knie hat, denkt man sich so, boah, was hätte da noch alles passieren können? Und das ist natürlich ein berechtigter Gedanke. Da hätte in der Theorie einfach noch einiges geschehen können in diesem Kampf, ja. Aber ich finde trotzdem, dass wir viel von Tyler gesehen haben. Ich finde, dass der seinem Potenzial gerecht wurde. Ich glaube auch, ich nehme diese Aufnahme ja direkt am Sonntag, Sonntag auf, am Montag zu US-Zeiten, wählen Medienvertreter das neue UFC-Ranking. Ich gehe von aus und hoffe trotzdem, dass diese Leistung anerkannt wird und es irgendwie schon als Sieg über den fünf gerankten Perez angesehen wird. Denn auch wenn der Gedanke berechtigt ist, dass, wie gesagt, in diesen nächsten, wie viel waren es denn? 25 minus 8, in diesen 17 Minuten noch einiges hätte passieren können, muss man trotzdem sagen, bis dahin war das ein Kampf von Taida. Also er ist halt einfach das Grappling-Aushängeschild vor allem, das in dem Fall jetzt 24 ist so. Da bin ich mir jetzt relativ sicher, oder 25, Moment, 21.3. 2, nee, Quatsch, das ist Perez, 27.01.2000, ja. Der Kerl ist 24, wild, und als vor allem Grappling-Aushängeschild sah er verdammt gut im Stand aus, muss ich einfach sagen. Der Uppercut kam wirklich richtig gut getimed immer wieder durch. Im Thai-Clinch sah er sehr gefährlich aus, und das war irgendwo so eine Schlüsselszene, denn er ist halt das Grappling-Aushängeschild. Perez ist ein solider Ringer, so. Es gibt auf jeden Fall viele Leute, die im Vorhinein, glaube ich, gedacht haben, die Frage dieses Kampfes wird sein, wie funktioniert Taylor gegen einen guten Ringer, der sich die Oberlage erarbeitet. Und in diesen Clinch-Situationen gefiel mir Taylor besser. Es gab einen, in dem Perez für mich besser aussah, giftiger aussah, in Runde 2 sogar. Da hat er irgendwie, ich glaube, so zwei kurze Hände gelandet und dann so einen Ellbogen noch durchgesteckt. Der sah immer wirklich gut aus. Aber in der Regel war es ja der Japaner, der sich diesen Thai-Clinch geholt hat und immer wieder Knie vor allem gebracht hat. Ja, an der Wade immer mal getroffen wurde. Auch das gegebenenfalls ein Aspekt, wo man sagen könnte, wenn man es jetzt, ich sag mal, böse mit ihm meint, ey, wer weiß, wie du aufgetreten wärst, wie mobil du gewesen wärst, wenn dieser Kampf 20 Minuten lang so gelaufen wäre. Aber ich persönlich fand nicht, dass er so oft getroffen wurde, als dass man das zu hoch anrechnen sollte. Hätte mir viel eher gedacht, dass die Jabs, die Uppercuts, die Knie mit der Zeit Perez ausbremsen würden. Und vor allem, dass sich halt immer wieder doch auch Grappling-Sequenzen ergeben, in denen Ty da einfach besser aussah. Also, dass er ihn da anspringt, ihm da sich den Rücken holt im Stand. Aus dem heraus auch,
verrückte Kontrolle mit dieser Body Triangle hat. Also er hat sich ja wirklich so zurückgelehnt. Ich habe teilweise mal im Grappling so die Übung gemacht, dass du, ja, wie soll ich sagen, jemanden anspringst, den am Nacken nimmst und halt so die Guard aufbaust an der Hüfte. Also packst hier so deine Beine hin und sollst dann, kannst du umgreifen, wie du willst, einmal um den rumklettern, ohne dass du halt den Boden mit den Füßen oder Armen berührst. Das ist mega anspruchsvoll. Ich glaube, ich habe es nicht geschafft, ehrlich gesagt. Und der hat halt so einen Squeeze mit den Beinen, mit den Oberschenkeln gehabt, dass er sich da zurücklehnen konnte, pounden konnte, gefühlt mit beiden Armen. So war meine Wahrnehmung. Also auf jeden Fall nicht viel Last auf dem zweiten Arm hatte, der noch so ein bisschen Kontrolle an Paris Oberkörper hatte. Variabel die Rear Naked Chokes gesucht hat. Also das sah schon stark aus so. Und ja, dass er ihn dann halt so zu Boden zerrt und Perez sich am Knie wehtut, ist auf jeden Fall undankbar. Die Kommentatoren haben viel darüber gesprochen, dass das Tyra war, der das bewirkt hat. Ich suche vielleicht mal gerade die Szene raus. Wir provozieren nochmal so einen kleinen Bann oder keine Ahnung, ein gesperrtes YouTube-Video. Ich glaube aber, wenn wir uns eine Schlüsselszene raussuchen, wird das schon nicht passieren. Ich fand es ein bisschen umstritten, dann doch schon, dass man sagt, ey, das war wirklich der Verdienst von Taida, dass da Perez Probleme am Knie hat. Denn ich hatte eher das Gefühl, dass er Last auf, wenn dann das andere Knie auswirkt, also dass er eher dieses bearbeitet. Ja, keine Ahnung. Also kann man vermutlich sehen, wie man will. Natürlich ist er es, der die Last auf Perez ausübt und ich hab's auch ihn dazu bringt, sein anderes Bein so komisch zu verdrehen. Aber ich meine, wir schauen uns mal kurz an. Es ist über den Body Triangle das linke Knie, wenn dann auf das er wirklich Kraft ausübt. Jetzt dreht sich Perez weg und dabei, ich weiß, die Maus nervt, jetzt hier muss er sich ja irgendwie das rechte Knie verdrehen, denn an das packt er sich danach. Hätte man gesagt, dieses hat irgendwie das Bein von Tyler so aktiv bearbeitet, hätte ich das noch eher eingesehen. Ich fand schon, dass das ein Freak-Accident war, aber trotzdem muss man einfach sagen, diese 8 Minuten, die wir gesehen haben, war der Japaner all over Perez, der einfach auf der 5 gerankt war. Also ich raffe bis heute nicht so ganz. Seht ihr, jetzt greift er das rechte Bein. Und das ist dementsprechend dieses, nicht das, auf das der Body Triangle hier irgendwie und der Fuß hier des Body Triangles irgendwie Auswirkungen hat. Also ich fand dieses Urteil der Kommentatoren, wie gesagt, das war alles das der Verdienst des Japaners. Er hat seinen Gegner verletzt. So ein bisschen komisch. Wie gesagt, ich raff bis heute noch nicht so richtig, was ihm da wehtut. Aber das auf jeden Fall, das finde ich. Ja, ich habe jetzt einleitend gesagt und ich bleibe dabei, ich fand es weniger ärgerlich, als man, wenn man nur diese Szene sieht, denkt, weil wir haben den Test, finde ich, für Verteidiger gesehen. Kann er mit jemandem, der auf der 5. im Flyweight gerankt ist, mithalten? Und das konnte er. Ich meine, wenn wir uns mal kurz anschauen hier, gegen wen Perez schon so gekämpft hat, das war ein sehr, sehr, sehr legitimer Flyweight-Top-5-Kämpfer, also Mateusz Nicolau. Das war gegebenenfalls, je nach Performance, auch ein Kampf, der in anderen, wie soll ich sagen, wenn die Division gerade an einem anderen Punkt wäre, gegebenenfalls sogar ein Title-Eliminator sein könnte. Also Mateusz Nicolau hat schon eine richtig gute Siege eingefahren, hat mit Mukaev im Cage gestanden, dem eine Decision zumindest abgerungen, gegen den Champion Pantoja bereits gekämpft, gegen Figueiredo bereits gekämpft. Also das sind schon wirklich krasse Gegner, gegen die der bereits im Cage stand. Grüß dich, Heinrich Hempel. Gegen Benavides, Ex-Champion, hier gekämpft. Also Perez ist schon ewig dabei, sehen wir halt auch einfach. Und da sind wirklich einige Namen dabei, wo man wirklich einfach anerkennen kann, was der bereits gerissen hat. Und mit 24, 8 Minuten gegen diesen Mann so auszusehen, der jetzt auch nicht uralt ist. Wie gesagt, 92er Baujahr. So, das ist nicht so, du hast nicht einen Arlovski ausgenockt im Schwergewicht und ich erzähle dir,
was für krasse Gegner der schon hatte. Und jeder weiß, ja, Bro, ist aber auch nicht mehr Arlovski, der da im Cage stand. Das war Perez an einem starken Punkt seiner Karriere. Und ja, Tyler, für mich hat, wie gesagt, den Test bestanden. Ja, natürlich ist es ein bisschen traurig. Ich habe jetzt mehrmals gesagt, für mich kein Weltuntergang. Ich habe viel gesehen so. Natürlich wäre es viel geiler gewesen, wenn der Kampf weitergegangen wäre. Aber ich würde da keinen Weltuntergang draus machen. Ich bin sehr gespannt, wie gesagt, wie er gerankt wird von den Medienvertretern, weil es halt nicht so ein klassischer K.O.-Sieg oder so war. Aber Top 10 wird der safe sein. Ja, wir können uns ja vielleicht auch mal anschauen, was da so als Gegner noch in Frage käme, bevor wir ins Interview übergehen. Ich würde jetzt nicht sagen, dass wir noch viel jetzt schon über Conor und Pereira reden. Wohl ja, 7 Minuten vermutlich reicht es sogar aus. Kann man eigentlich irgendwie auch nicht viel sagen, außer es ist halt todesbitter so. Aber gut, wir schauen uns erstmal das Fliegengewicht-Ranking an. Da sind schon krasse Namen denkbar. Wir sehen hier nochmal Perez auf der 5. Ja, es ist vieles denkbar, Mann. Also ich glaube nicht, dass man ihm jetzt bereits so einen Amir Al-Basi geben wird, obwohl, wer weiß. Amir Al-Basi ist halt jemand, der ja eigentlich ein Title-Eliminator-Kampf gegen Brandon Moreno kämpfen sollte, dann verletzungsbedingt absagen sollte. Also der steht halt so einen Sieg vor dem Titelkampf. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass man diesen jungen Japaner auch mit so einem Fast-Track, mit so einem Raketenstart zum Titelkampf befördern will. Ich würde es mir nicht wünschen. Ich fände es geil, wenn er zum Beispiel gegen Mokaev kämpfen würde, weil das wäre so das Duell der extrem vielversprechenden Youngsters. Mokaev auch wieder eher Ringer, Tyler wieder eher Grappler. Das wäre schon krass so. Ja, keine Ahnung.